und Ende Oktober habe ich schon in den Steirerwerken anfangen können. Da habe ich dann gearbeitet auf den hydraulischen Aggregaten für die Messerschmiedmaschinen, die ME 108 und ME 109. Das waren dort die schnellsten Flugzeuge, die da weit in Europa waren. Und in der Kontrolle für diese Aggregate hat der Bloderer gearbeitet. Er war Bergsteiger auch wie ich und haben uns einmal abgeredet, dass wir Touren machen und haben auch im Betriebssport die Badl-Sektion aufgebaut und Sportlehrgänge gemacht für den Betriebssport. Und so sind wir uns einig geworden und er hat ja die alten Genossen von früher gekannt. Und dann haben wir langsam eine Verbindung aufgenommen und er sagte mir, ja, es besteht in Steyr schon eine Widerstandsbewegung. Und ein Mitbegründer davon war der Karl Bunzer, der ist mit mir in die Schule gegangen und dann haben wir uns in die Widerstandsbewegung eingearbeitet. September 1942 ist der Arbeitskollege Bloderer von der Gestapo abgeholt worden. Wir wussten nicht, was los war. In Steyr hat man keine Ahnung. Ich habe auch keine Angst gehabt. Aber ich habe später gespürt, dass die Werksgestapo und die Gestapo auch hinter mir irgendwie her sind. Und sind Wochen vergangen und dann war Samstag, Sonntag war ein Paddeln in Wien, eine Regatta. Und da habe ich mich in den Steirerwerken abgemeldet, einen Passierschein verlangt, dass ich an der Regatta teilnehme. Ich bin aber nicht zur Regatta gefahren, sondern wir haben einen Ausflug gemacht nach Glaus und mit dem Vollboot auf der Steyr herausgefahren. Montag gehe ich wieder zur Arbeit und um 11 Uhr Vormittag stehe ich beim Schraufstück, habe meine Arbeit verrichtet und auf einmal klopft mir wer auf die Schulter und stehen drei Männer hinter mir, es waren die Gestapo-Männer und sagen, bist du der Franz? Im Namen von mir haben sie nicht gewusst, auch nicht früher vom Bloderer. Bloderer war ja leicht zu erkennen, weil er ein bisschen schon mit den Haaren wenig Haar gehabt hat und so rotblond war. Und bei mir haben sie nur gefragt, bist du der Franz? Sag ich, ja, ich heiße Franz. Na, haben sie meine Werkzeuglade gleich durchsucht und mich mitgenommen. Komm, gehen wir raus in den Waschraum. Im Waschraum meinen Spind durchsucht und meine Hosensäcke alles ausräumen müssen. Na, was glaubst du, warum wir dich mitnehmen? Sag ich, ich habe keine Ahnung. Sag ich, was wollen sie überhaupt von mir? Na, sagt er, komm mit. Erst nach zwei oder drei Wochen war dann die Vorführung, sind die Gestapo-Männer gekommen, sind mit mir durch Linz, durch in den Volksgarten, in das Kolpinghaus und dort rein und runter in den Keller. Im Keller sind sie ganz rückwärts mit mir gegangen, haben mich dann zu einer Betonsäule hingestellt und der eine hat mir die Pistole angesetzt in der Herzgegend, der zweite ist neben mir gestanden mit einer Lederknute und der große mit über 1,90 Meter, der neue Müller, ist vor mir gestanden und sagt, na Franz, jetzt Bock aus. Er sagt, ich weiß nicht, was sie von mir wollen, sage ich, ich habe doch nichts getan. Und schon fing er an und schlug ein auf mich, dass er mich zusammengebogen hat und ich habe mich wieder aufgerichtet und er wollte mir einen richtigen Faustschlag, gab er mir übers Ohr und ich stand, er glaubte, dass ich zur Säule
anschlug und niederging. Und so bin ich gestanden wie eine Mauer und seine Hand hat gekrocht, hat einen Knacks gemacht und er sagte au. Und die drei sind weggegangen, sind raus und daneben ist ein Tischerl gestanden mit einem Protokoll. Ich habe mich wieder ein wenig erfangen und es war ruhig und ich schaue zu dem Tisch hin und habe die Gelegenheit gehabt, habe schnell das Protokoll gelesen und konnte da lesen, dass der Palme von dem Kattelsystem und dass ich dann die Organisation übernommen habe mit dem Bloderer und dass ich ihm unterrichtet habe, dass wir das Dreiersystem eingeführt haben. Das hat der Palme alles bekannt gegeben. Ich habe ihm auch Bücher gebracht und gegeben. Und wir haben aber nicht gewusst, dass die drei schon in Haft sind. Wir sind dann nach München und in München sind wir dann in die Zellen gekommen. Ich bin rückwärts alle Einzelhaft. Da waren lauter Einzelhaftzellen, wo ich 1,5 Jahre in Einzelhaft verbracht habe. Wir sollten in Steyr als abschreckendes Beispiel, das war schon nach der ersten Verhandlung geplant, in Steyr am Stoppplatz gehängt werden. Das hat sich aber dann durch die vielen Bombenangriffe zerschlagen. Bei der zweiten Verhandlung, die Anklageschrift verlesen und wir wurden wieder einvernommen. Wir haben uns natürlich gehofft, dass nicht mehr viel passieren kann, aber die haben alles nicht zur Kenntnis genommen. Die neue Anklage von der Gestapo war ihnen maßgebend. Es sind zwar zwei von uns freigesprochen worden, das war der Schwarz und der Stingel, die wurden aber dann der Gestapo übergeben und die Gestapo hat sie ins Konzentrationslager gebracht. Einige von uns wurden zu Zuchthausstrafen verurteilt und wir sechs, Rippe, Ulram, Palme, Bloderer, Bonzer und ich, wir wurden zum Tode verurteilt. Eine Hinrichtung um 9 Uhr der Staatsanwalt und abends um 17 Uhr hat dann die Hinrichtung begonnen. Wir in der Zelle haben das wahrgenommen, da hat man gehört, die am Schafott hingerichtet worden, hat man immer den Bums gehört und wir haben mitzählen können, wie viele hingerichtet worden sind. Im November 1944 wurde im Bereich der Strafanstalt die Wasserleitung bombardiert und die Aufseher holten uns an einen Hinrichtungstag heraus und wir mussten die Wassereimer vom Haupteingang zur Hinrichtungsstelle zurücktragen, damit sie das Blut wegspülen konnten. Wie wir die Eimer aufnehmen wollen, habe ich links und rechts meinen zwei Kameraden einen kleinen Stoß gegeben und wir sind gelaufen hinaus beim Haupttor. Und der Aufseher, der mit uns ging, sagt, was ist denn los? Draußen ist ein Lastwagen gestanden, da haben sie gerade aufgeladen und er glaubte, es ist irgendwas passiert. Und wir sind raus und wie wir besprochen haben, ich habe gesagt, gleich aufteilen, einer in der Mitte, einer links, einer rechts, wenn sie uns nachschießen, dass sie nicht so große Zielmöglichkeit hatten. Wir sind gelaufen, die anderen sind nicht mit. Ich habe gleich ziemlich einen Vorsprung herausgeholt, bin die ganze Gefangenhauslänge abgelaufen und wie ich es aufs Eck komme, sehe ich, dass der Zaun offen ist und ich wusste, dass bei den Beamtenhäusern, die herinner der großen Mauer waren, eine Türe ist, wo die Frauen vormittag, wenn sie einkaufen gehen, die Türe nicht abgesperrt haben. Und lauf rüber um das Haus herum und auf das Wegerl hin und habe die Türe gesehen. Und hin und nimm die Schnalle, mach auf, ja, die Türe war offen und ich stand vor der Mauer draußen.